So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu Star Wars Knights of the Old Republic 2 Part 3. Heute mit an Start meine neue Webcam, die ich mir zugelegt habe. Das Ding hat 110 gekostet, also bei uns in der Schweiz hier. Aber ich glaube, dass die Qualität auf jeden Fall überwiegt zum Preis. Okay, fangen wir mal an. Wo waren wir denn stehen geblieben gestern? Ich glaube, mit der Steuerkonsole müssen wir hier fortfahren. Pegasus Kommunikationskonsole. Verwaltungslog überprüfen. Zugriff auf die Kommunikationssysteme. Also ich glaube ja, wir müssen jetzt hier einen Weg aus dieser Minenstation. Also wir sind ja auf so einem Asteroiden. Wir müssen dann einen Weg rausfinden. Hangarbucht 25. Ist da jemand? Antwortet mir. Mache einen Dialog und folge meinen Anweisungen. Bist du betriebsbereit? Piep, 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 piep. Genau. Anscheinend versteht unser Charakter hier, was der sagt. Wir sind auf der Verwaltungsebene gefangen. Kannst du die Turbolifte aktivieren? Okay. Es muss Notluken geben. Versuche, eine zu öffnen. Oder zu finden. Frag nicht, tu einfach, was ich sage. Ja, das passt gut. Oh, der arme Kleine. Na dann. Okay. Ah, jetzt spielen wir den Droiden. Neuer Tagebucheintrag. Schauen wir mal nach. Rette Nier. Du sitzt auf der Verwaltungsebene von Pegasus fest und hast T3 aktiviert. Dieser soll die Notluke öffnen, durch die du fliehen willst. Dazu muss T3 allerdings eine Konsole finden, die mit der Kommunikationszentrale von Pegasus verbunden ist. Also gut, wir müssen jetzt eine Konsole finden, genau. Da geht's raus. Schauen wir doch mal kurz, ob es noch irgendwas zu finden gibt. Da geht's anscheinend auch raus. Ein kaputter Droide. Reparaturkit kann man immer gebrauchen. Ah. Angreifen. Dun, 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 dun. Okay, der braucht ein bisschen. Bam, 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 bam. Ganz ehrlich. Das dauert ja ewig. Oh, komm schon. Gleich haben wir es offen. Noch ein Treffer. Der scheint nicht gerade der stärkste zu sein. Zerbrochener Gegenstand. Hitzeschild Mark 1 und Komponenten. Machen wir doch. Machen wir doch. Den Droiden haben wir uns angeguckt. Hinten ist noch eine Kiste. Oh. Tun wir uns das an? Ja, komm, vielleicht gibt's da irgendwelche speziellen Sachen. Eben weil es halt auch gerade so lange dauert. Kann ich eigentlich in der Zwischenzeit... Nee, das Spiel pausiert dann. Also wie es aussieht, sind auf dieser Raumstation wirklich so ziemlich alle Überlebenden getötet worden. Anscheinend von den Jedi, der hier gelandet ist und es ist ja klar, dass ich anscheinend auch ein Jedi war, aber zerbrochener Gegenstand, Schallgranate. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der die hier alle umgebracht hat. Auch wenn ich es halt mir gut hätte vorstellen können. Also gehen wir mal hier raus, mal gucken. Dauert das jetzt auch so lang? Komm. Ah. Jemand hat die Tür verriegelt, du musst sie mit Gewalt öffnen. Ja, machen wir.
Ah. Na los. Ah, du musst sie aufsprengen. Okay. Aufsprengen, also mit einer Granate oder so. Okay, hier sind echt mega viel. Die können wir alle... Oh, das dauert ja ewig. Trifft der überhaupt? Ist das dem sein Ernst? Also ich habe mir auch vorgenommen, dass ich jetzt auch an einen größeren, wie soll ich sagen, einen größeren Zeitraum spiele und dann die Rohdatei in mehrere Let's Plays aufteile. Also nicht immer wieder einmal pro Tag 20 Minuten, sondern wirklich länger spiele und daraus dann 2, 3 Let's Plays mache. Okay, wir kommen hier anscheinend nicht rein, das ist mir auch zu blöd, ehrlich gesagt. Wie sieht's hier aus? Ja, aufsprengen. Ihr seid lustig. Ich habe doch nichts zum Aufsprengen. Was haben wir denn hier? Oh, warte mal. Vielleicht können wir den Droiden irgendwie ausrüsten. Geht das? Nee. Okay, wir können den Droiden auf jeden Fall mit Reflektor anscheinend ein bisschen... Entschuldigung. Ein bisschen ausrüsten. Also das schon. Aber ich habe hier keine Waffen oder irgend sowas. Ich habe hier Granaten, aber die können wir ja nicht benutzen. Oh, ernst jetzt? Sicherheitsüberbrücker. Oh, Sicherheit. Okay. Der Erfolg der Fähigkeit Sicherheit wird vom Zufall bestimmt, wenn du einen Behälter oder eine Tür nicht öffnen kannst. Versuche es erneut, vielleicht klappt es beim zweiten Mal. Und ich habe natürlich jetzt nichts mehr. Ja, ganz cool. Und wir kommen jetzt... Warte, was hat denn der Droide hier für uns? Nichts, okay. Wie sieht... Ah, komm jetzt, ohne Scheiß. Aufsprengen. Ja, ich hab doch nichts zum Aufsprengen. Die haben wir geöffnet. Bin ich jetzt komplett hängen geblieben? Ja. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Droidendeflektor. Das scheint so eine Art Schutzschild zu sein, aber nur. Reparaturkit. Aggressive Kampfhaltung. Scheiße. Geh doch auf! Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Haben wir noch irgendwas im Inventar? Schallgranate, Ion... Ich habe ja Granaten hier, aber... diesen Gegenstand kannst du nicht benutzen oder ausgewählt werden. Waffen. Rüstung, Aufträge. Toll. Toll, toll, toll. Sensor. Ja, okay. Und was machen wir jetzt? Nein! Oh. Leute, ich sag jetzt gar nichts dazu. Greif ihn an. Okay. Wer kommt denn da drauf, dass man auf dieses Schloss klicken muss? Ich dachte, das heißt einfach nur, dass es gesperrt ist. Okay. Das heißt, hier kommen wir auch einfach so rein. Ja. Oh, oh, hier sind wir anscheinend richtig. Und das ist unser Schiff. Sieht nicht schlecht aus. Neuer Tagebucheintrag. Gehen wir doch mal gucken. Tagebucheintrag. Wiederbeschaffung der Ebonhawk. T3 hat die Ebonhawk in Hangarbucht 25 gefunden. Jetzt musst du nur noch einen Weg finden, Nier zum Hangar zu bringen. Okay. Ich schaue aber nochmal, ob es hier unten irgendwas gibt. Ja, ja, ich weiß. Thank you.
Ah, da ist noch einer. Also so schwach scheint unser Droide gar nicht zu sein. Auch mit diesem Droiden Deflektor Mark 1 kann der anscheinend einiges an Schaden einstecken. T3, der beste Droide der Welt. So, Komponenten, Credits, Reparaturgeld. Also Credits sind hier die, das ist die Geldwährung im Star Wars Universum. Gut, eine Tür. Eine Tür, also. Dann gehen wir mal runter. Ich kann mich noch erinnern, als ich das früher auf der Xbox, auf der allerersten gespielt habe, da waren diese Ladefrequenzen, Sequenzen, die waren unglaublich lang gewesen. Da hat man echt mega lang warten müssen. Fast so 30, 40 Sekunden. Und es kommen ja schon noch recht oft Ladesequenzen. Ach, jetzt sag ich die ganze Zeit Frequenzen. Ladesequenzen. Ja, ist gut. Und das hat dann echt total abgekackt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Droiden-Ionenbolzen, tödliche Schallmine. Oh, mit der kann man wahrscheinlich oben die Tür öffnen. Datapad, Pegasus, Depot, Überwachung. Nehmen wir doch alles mit. Was? Fand ich in den Treibstoffleitungen drei Schallminen. Ich habe die Schichtverzeichnisse überprüft. Es waren nur Droiden im fraglichen Sektor. Ich habe natürlich sofort versucht, den Sicherheitsdienst zu informieren, aber ich erreiche niemanden. Ich habe die Fernzünder entfernt und behalte sie bei mir, bis ich sie irgendwo im Hangar versperren kann. Hat er anscheinend nicht geschafft mehr. Gut, anscheinend sind diese Droiden irgendwie umprogrammiert worden, dass die... Dieser zerstörte Droide hält ein Modul, das ihm Spezialangriffe auf seine Gegner ermöglicht. Dieser zerstörte Droide hält ein... Aha, okay. Ja, aber das habe ich jetzt genommen, ne? Ja. Gut. Okay. Ja, hier genau, tödliche Schallminen. Mit denen kriegen wir sicher die Tür jetzt oben auf. Und schauen wir mal, was da drin ist. Wir kriegen Besuch. Oh, die haben jetzt auch so Reflektorschilde. Für unseren Super T3 ist das natürlich gar kein Problem. Ja. Na dann los. Ach, wir machen da einen kurzen Prozess mit denen. Nein, ich stehe doch selber hier. Ah, nein. Jetzt wirft ihr die nach da hinten. Und nochmal. Bam. Oh, das wird knapp. Ich bin gleich tot. Komm schon. Oha. Schnell mal Reparaturkit benutzen. Ganz knappe Sache war das. Also... Das Spiel hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad, das muss ich dazu sagen. Daran, das kann ich mich noch erinnern. Es gibt teilweise Gegner, die sind echt happig, sage ich euch. Genau, jetzt können wir hier... Ja, genau. Oh. Du, 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 du. Oh! C3F. Erstmal gucken wir hier, was wir noch so finden. Zylinder, Droiden, oh, Flammenwerfer. Mandalorianisches Nahkampfschild und. Ein paar Handschuhe. Okay. Sollen wir sie. Ja, komm. Machen wir es ein bisschen schneller hier. Ich hoffe, wir zerstören da jetzt nicht. Nee. Computersonde, Chemikalien und nochmal ein Medikit, was wir natürlich dann für unseren eigenen Charakter gut gebrauchen können. Weil wir natürlich noch keine Heilmächte haben. Okay. Gucken, was er uns zu sagen hat. Dieser Hilfsdroide wurde offenbar angegriffen und deaktiviert. Na dann. Soll er doch deaktiviert bleiben. Kommen wir durch die Türen hier? Könnten schon. Ach komm, wir machen das noch. Ah. Gehen wir mal gucken jetzt erstmal, was da oben ist. Das allererstes Mal. Ah, was? Sicherheit. Ich kann die ja so aufmachen. Ich habe das ja geskillt. Glaube ich. So, Reparaturkit.
Guck mal, was uns die Steuerkonsole hier verrät. Gar nichts. System beschädigt. Reparieren. Aus der Konsole wurden einige Teile entfernt. Außerdem wurden einige Systeme mit einem Laser bearbeitet. Und unser Droide weiß, wie es funktioniert. Reparieren. Fehlende Teile einsetzen. Ein Teil. Funktionalität wiederhergestellt. Tipptopp. Zugriff auf Notfallsteuerbefehle, Zugriff auf Hangarlogs, Zugriff auf Remote-Kamerasteuerung, Zugriff auf Kommunikationssystem, Zugriff auf Hangarplan. Erfordert eine Sonde. Ah, dann haben wir die Karte aufgedeckt. Zugriff auf Hauptfunktion. Kamerasteuerung. Nee. Objekt. Objekt. Nein, nochmal. Auf Hangarlogs. Notfallsteuerbefehle. Reparieren. Diagnose beschädigte Systeme durchführen. Kommunikationskenntnisse. Status der Notfallsubsysteme prüfen. Öffne Drucktür zum Hangar 25. Drucktür zum Treibstoffdepot öffnen. Ja, machen wir doch beide, oder? Leitung entfernt. Und jetzt Drucktür zum Treibstoffdepot. Ah, okay. Da geht's dann lang. Zurück zur Hauptfunktion. Ja, ich glaube, Erfahrungspunkte erhalten, Objekt verloren. Ja, weil ich das Objekt natürlich da eingesetzt habe. Schauen wir mal, ob wir trotzdem hier auch durch die Tür kommen. Weil wir haben hier... Ah, diese Drucktür ist magnetisch verriegelt und lässt sich nicht öffnen, anscheinend. Ja, machen wir kurz einen Prozess mit dem. Ah, ich würde gerne den Flammenwerfer mal ausrüsten. Geht das? Ja. Geil. Okay. Jetzt gucken wir mal. Und los. Ganz. Also die ohne Schutzschild, die kriege ich ganz leicht mit dem Plaster auch weg. Wenn er mal treffen würde. Aber das schafft er. Super. Echt ein cooles Schiff. Was haben wir hier? Schon wieder ein zerstörter Droide. Nehmen. Tut mir leid. Sehr schön. Weiter. Einfach immer weiterfahren. Auf zum Treibstoffdepot. Da kommen wir nicht durch, oder? Nein, geht nicht, okay. Ich finde das sowieso absurd, dass der jetzt einfach so seinen kleinen Greifarm einfach in das Laser-Ding reingesteckt hat. Zugriff auf Remote-Kameras, Systemlog aufrufen, Notfallplan. Ja. Öffnen Notfallluke und bis auf Verwaltungsebene zurück. Da. Systemlog. Eine Reihe von Explosionen hat gestern die zur Notverriegelung der gesamten Pegasus-Einrichtung geführt. Also anscheinend ist... Ah. Was passiert? Oha. Nein, T3, du warst doch noch so jung. Aber schaffst du es, ein dämlicher Droide jetzt oder nicht? Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Das ist nicht mein Droide, keine Ahnung, wem er gehört. Mann, vielleicht hätte ich lieber in meiner Zelle... Ja, siehst du. Hey, wer sagt's denn? Die kleine Frachtkapsel ist durchgekommen. Wir werden sehen. Ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Wenn ich die Turbolifte zum Laufen kriege, müssten wir bis zum Hangar kommen. Wir kommen nicht bis zum Hangar. Die Notluke ist unsere einzige Chance. Warte, warte. Du meinst doch nicht die Luke hinunter in die Minenschächte, doch, oder? Genau die. Die Explosion, die ich hörte, kam von unten. Da gibt's vermutlich nur noch glühende Steine und eingestürzte Schächte. Nur ein Idiot würde darunter gehen. Na, dann werde ich dich darunter schicken, mein Freund. Wenn es in diesem Tunnel gefährlich ist, geht ihr und nicht ich. Ich? Wer ist denn hier der Jedi? Wenn einer von uns geht, dann du. Ihr Jedi seid doch die Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit. Dann eben nicht. Ich finde schon einen Weg hier raus. Meinetwegen könnt ihr auf diesem Felsen verrotten. Lieber feige als dumm. Ich lasse den Comlink an, falls du Hilfe brauchst. Aber erwarte nicht, dass ich dann angerannt komme.
Du hast eine Kommunikation, ein Comlink erhalten. Deine Gefährten oder andere Personen können ihn verwenden, um dich zu kontaktieren. Einen dunklen Punkt bekommen, neuen Tagebucheintrag, erhaltene Gegenstände. Sehr schön. Schauen wir unseren Charakter mal an. Ja, langsam geht's nach unten, das sieht man schon. Der Hintergrund wird ein klein bisschen dunkler. Tagebuch. T3M4 retten. Du hast den Kontakt zu T3 verloren, nachdem er die Notluke auf der Verwaltungsebene geöffnet hat und du hast keine Ahnung, was passiert ist. Also müssen wir wohl oder übel nachschauen gehen. Jetzt schauen wir doch mal kurz, ob wir... Wir haben doch... Aua, aber wir haben doch jetzt... Genau hier. Handschuhe haben wir bekommen. Dann tun wir das doch alles nochmal ausrüsten hier. Kann ich das... Nicht? Ah, Energieschild. Mandalorianisches Nahkampfschild. Dieser Yoda-Scheiß hier. Okay. Tipptopp. Also gut. Habe ich das jetzt angezogen, weil ich da jetzt gar nichts sehe? Aber man sieht die anscheinend nicht. Wo muss ich denn? Ich denke mal. Hier sind so viele Türen und Wege. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Ah, mit... Ja, genau. Okay. Mit B tut man laufen. Das scheinen Liebe-Druiden zu sein. Reparieren. Du suche den Minendruiden nach Ersatzteilen. Computerkenntnisse. Verhaltenskern der Einheit untersuchen. Erfolg. Offenbar wurde im Vokabulator dieser Einheit kürzlich Modifikationen vorgenommen. Also die wurden anscheinend wirklich alle irgendwie umprogrammiert, dass sie aggressiv sind. Zuletzt erhaltene Befehle überprüfen. Offenbar wurde die Minenprotokolle auf dem Abbau organischer Wesen und nicht autorisierter Droiden umprogrammiert. Also haben vermutlich die Droiden alles Leben auf dieser Station ausgelöscht. Gut, Minenprotokoll auf der Fangen. Programmieren. Ja, tun wir das mal wieder umprogrammieren. Durchsuche die Minendroiden nach Ersatzteilen. Ja, tun wir deaktivieren. Also es lohnt sich auch, diese Sachen zu machen. Jetzt habe ich wieder Erfahrungspunkte bekommen. Es ist wahrscheinlich... Ja, wie ich dachte. Es ist genau dasselbe hier bei dem Druiden. Komponenten. Okay. Ah, mehr gibt es hier oben anscheinend nicht. Na gut. Ja, wie so ein Athlet sieht der doch aus. Sind wir uns doch alle einig. Notfallregelung aktiviert. Turbolifte wurden isoliert, um die okay. Explosion einzulösen. Da kommen wir anscheinend nicht raus. Hier hinten war nichts mehr. Ah, da war doch... Ah, nee, da war diese Gefängniszellen. Dann müssen wir wohl... Von da sind wir gekommen. Ich laufe jetzt nochmal hier hoch und schau, was da zu finden ist. Recht einsam hier auf diesem Asteroiden. Die Luftschleuse öffnet sich, wenn ein Schiff... Aha, okay. So. Das haben wir alles gelehrt. Das heißt, die Tür hier hinten, wo verschlossen war, die wird... Das müsste die hier gewesen sein. Ja, genau, da geht's runter. Minenschächte. Ja, wir freuen uns. Okay. Hörst du mich? Finger weg vom Comlink. Ich will nicht, dass ihr mich kontaktiert, solange ich hier unten bin. Wenn du allein klarkommst, auch gut. Ja, ich will nur meine Haut retten. Addon Ende. Addon. Ja, das schaffen wir schon.